bin bei mir zu Hause in einem privaten Scan und ich habe einen fantastischen Gast. Waside, du hast mir was Wunderbares über Fett berichtet. Erzähl mal, wieso ist Fett so gesund? Du dachtest, Fett wäre ungesund und hast ein bisschen recherchiert. Was ist dir da begegnet für eine Geschichte? Fett ist ein natürliches Speicherprodukt. Es speichert nicht nur Kohlenwasserstoffe als Energiequelle, sondern es speichert Mineralstoffe. Es kann zu Zucker und Wasser aufgespalten werden. Das heißt, zum Beispiel eine Bärin, die einen Winterschlaf hält, muss nichts trinken. Sie atmet nur, sie geht nicht auf die Toilette. Sie hat einen Kraftstoff an Bord, welches vollkommen restfrei verwertet wird und kann hervorragend davon leben. Fett ist Fett gesund, ist Fett macht fit, Leute. Und ein Bären geht mit 3 bis 4 jungen, kleinen Kindern in den Winterschlaf, hat nichts zu essen dabei, hat nichts zu trinken dabei und nährt die Kinder noch, die Säuglinge mit dem ganzen Fett. Leute, Fett ist die Zukunft für euren Stoffwechsel. Ketogene Ernährung, fit mit Fett, Leute, arbeitet euch da rein. Deswegen, unsere Ernährung basiert auf Fett. Was glaubt ihr, wie viel Fett hat Spirulina? Eine ganz, ganz fettreiche Alge. Diese ganzen Nahrungsmittel, die ich euch empfehle, sind meistens hochgradig fettreich, zum Beispiel hochwertiges Olivenöl, Rohmilchbutter, Dr. Girl Kokosöl. Das sind aber auch eine schon der wenigen Fette, die man heute wirklich nehmen kann, um damit Studien zu machen, die diese Wirkung haben. Denn Fett aus Olivenöl, was haben wir da für eine Olivenöl? Was haben wir für Olivenöle, die heute auf den Markt kommen? Was ist da eigentlich echt drin? Ja, das ist Lampenöl aus Tunesien zum Beispiel. Ja, haben Sie nachgewiesen? Die haben auf jeden Fall die Importe und Exporte von Italien verglichen mit dem, was aus Afrika kommt, manchmal aus billigem Öl. Und das ist fast schon auf der Hand. Also gutes Öl muss man wirklich direkt holen von Menschen, die das auch tatsächlich erzeugen. Tatsächlich. Ja. Also Leute, Dr. Girl Kokosöl haben wir im Shop, könnt ihr gleich mal drunter schauen. Wir haben auch echtes Rohkost-Olivenöl von einer integeren Plantage aus Sizilien mit ganz viel Vitamin E, guten Fetten. Und das ist das, was langfristig euren Körper gesund hat. Eure ganze Haut, Leute. Schaut euch mal meine Haut an, wie schön. Man braucht keine Creme. Nein, ich fette mich auch von außen mit guten Ölen ein. Ja. Aloe Vera, Arganöl, Shea Butter, das sind alles Fette, die auch die Haut aufsaugen. Und ey, Leute, ich habe angefangen mit Rohmilchbutter und mein Körper hat dann nach gedürstet. Ich wollte jeden Tag Rohmilchbutter. Und am Anfang hatte ich das Paradox, ey, du bist doch vegan, David, du bist doch dogmatisch. Da habe ich im Friedensevangelium der Essener von Jesus gelesen. Jesus sagt, esst in 2 bis 3 Monaten im Jahr die Fette eurer Tiere und die Produkte eurer Tiere seien sehr, sehr gesund. Ja. Dann habe ich recherchiert, mittelkettige Fettsäuren, hat sich herausgestellt, Christian Opitz, der einer der führenden Ernährungsexperten in Deutschland ist, ein Mensch mit 160 IQ, empfiehlt mittelkettiges Fettsäuren aus Rohmilchbutter von Schätz aus Österreich. Da bestelle ich auch meine Rohmilchbutter. Es gibt auch andere Landwirte, die dieses herstellen. Wichtig ist, dass die Kühe echtes Gras essen, ja, und tatsächlich echte Weidehaltung erleben. Und dann produziert eine Kuh 20-30% mehr Milch, als dass sie für ihr Kalb braucht. Dann ist es keine Ausbeutung mehr. Dann hat die Kuh ein echtes Leben und dann dürfen sie davon partizipieren und mit den Kühen koexistieren. Denn darum geht es, Leute. Es geht nicht um Ausbeutung. Ich bin da immer noch sehr respektvoll und habe deswegen auch lange recherchiert und mich lange hinterfragt. Aber mein Körper hat es gezeigt, ich brauche Fett. Und dieses Fett, Leute, das kriegt ihr aus Rohmilchbutter, Dr. Girl Kokosöl oder, wenn ihr gutes Olivenöl habt, dann aus hochwertigem Olivenöl. In diesem Sinne, schön, dass du da warst, Waside, Leute. Falls ihr Lust drauf habt, ich habe jetzt hier ausnahmsweise mal hier bei mir zu Hause einen Scan gemacht. Oh, das war fantastisch, weil natürlich ist es sehr bequem hier in der eigenen Küche. Aber ich habe ein Büro angemietet, wo wir Scans machen können, Leute, mit dem Viva, wo ihr alles durchchecken könnt. Wir stellen dann Ernährungspläne, die dann so aussehen, auf die ich richtig stolz bin, weil da habe ich mein ganzes Wissen zusammengetragen. Was für Süßigkeiten sind erlaubt, ja? Über Kakaonips bis hin zu Kokosmus. Wie sollte der Salat aussehen? Was für Dressings? Was für Toppings, was kann man abends essen, die gesündesten abendlichen Mahlzeiten zusammengefasst, ja, dann roh vegane Ernährung, ketogen, alles für euch zusammengefasst. Das ist auch mein Lieblingsabschnitt, Maßnahmen vorm Schlafengehen, habe ich so viele geile Maßnahmen, Leute, wenn ihr das alles implementiert, nachdem ihr eure Daten erfasst habt, Leute, der ist einfach klasse, der ist einfach, dann transformieren wir euer Leben, safe. Zum Thema Fette, Waside, was können die Fette noch? Also, ist einfach auch ein sehr, sehr bequemer Lebensmittel, das heißt, man ein sehr kompaktes Leben mit sehr viel Energiegehalt und sehr viel sonstige Stoffe, die man braucht, Mikroelemente, Mineralstoffe und so weiter. Und man kann einfach sehr lang damit auskommen. Was sagst du zu der These, dass Fett was unnatürlich ist, weil Öle ja eigentlich Auszüge sind aus einem natürlichen Kontext? Oliven werden, du könntest niemals so viele Olivenöl essen, wie du Olivenöl an Öl hast, ja? Ja, genau. Was sagst du dazu? Ich sage dazu einfach, dass unser Gehirn ist komplett aus Fett. Stimmt. Unser Körper braucht Fett für alle Vorgänge. Ganz genau. Zum Lösen, zum Transportieren, um Gelenke zu schmieren, um,
um einfach auch Faszien und Zwischengewebe, alles braucht Fett. Zellwände aufzubauen. Ja, ganz wichtig. Ja, Stoffwechselprozesse brauchen wir ganz viele Fettsäuren. Und Fett ist nicht immer gleich, dass man Öle zu sich nehmen kann, sondern mittelkettig gesättigte Fettsäuren, oder besser gesagt kurzkettig gesättigte Fettsäuren, können wir aus Salatblättern herstellen. Der Gorilla ist ketogen, obwohl er nur 80-90% nur dunkelgrüne Blätter isst, ist er ketogen. Weil er, seine Mikroorganismen stellen, also sein gesunder Darm, stellt aus diesen Faser- und Ballaststoffen aus dem Salat, stellt es kurzkettige Fettsäuren wie Buttersäure oder Propionsäure her. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ey, Öle zu sich zu nehmen, das ist ja ein Auszug, dann sage ich, was ist, wenn du einen frisch gepressten Gemüsesaft mit dem Angel Juicer machst? Da entsaftest du auch was. Und sagt da jemand was dagegen? Nein, wir wissen, es ist ein hocheffektives Nahrungsmittel. Und so sind es Öle auch. Öle wurden früher nur von der Priesterkaste gepresst, weil es ein heiliges Ritual war, das Öl zu herzustellen und weil das eine ganz bestimmte Finesse braucht. Wenn man heute Öl herstellt, als jemand, der keine Ahnung davon hat, kann man ganz viel falsch machen. Und das, was im Supermarkt Öle bekommen kann ich jetzt unterzeichnen, sind alle Schrott. Die sind alle ranzig. Sei es Leinöl, sei es hochwertiges extra virgine Olivenöl, das bis zu 70 Grad erwärmt werden darf. Kalt gepresst, recherchiert richtig, Leute, kalt gepresst darf bis 70 Grad erwärmt werden. Nur gekühlt gepresstes Öl darf bis 28 Grad erwärmt werden. Was macht der Körper, was machen Gänse zum Beispiel mit Öl, wenn sie gutes Öl und Fett zur Verfügung haben? Also wenn eine Gans einen Überflug macht, steigt es in die Höhe und dann fliegt mehrere hundert Kilometer ohne anzuhalten. Nur mit dem wenig Fettreserve an Bord, was sie hat. Fantastisch. Ja. Und wenn ein Pinguin Fett angesammelt hat, das kann ohne zu trinken und ohne zu essen mehrere tausend Kilometer schwimmen. Ein kleiner Pinguin oder ein Wal, der geht ja auf die Reise tausende von Kilometern. Nur mit dem Fettgehalt an Bord, was er hat, und benötigt sonst gar nichts mehr. Okay. Angel Keys hat in der sogenannten Sieben-Länder-Studie damals Fett schlecht und Zucker gut, Fett schlecht geredet und dafür gesprochen, dass man Kohlenhydrate essen sollte. Ja, also Fett weg, Leute, ganz, ganz schlecht. Und hat so getan, als wäre es bei verschiedenen Völkern so, dass wenn die Fett essen würden, ungesund wäre. Die Studien wurden gemacht mit ganz, ganz schlechten Fetten. Und diese Industriefette, die sind wahrlich ganz, ganz schlechte Fette. Also wenn ihr was im Supermarkt kauft, Leute, habt ihr nicht diese Effekte. Da könnt ihr nicht so weit fliegen wie die Gans, sondern da zerstört ihr euch eure arterielle Gesundheit. Ihr zerstört euch eure Haut, weil der Körper nimmt dann das schlechte Fett und baut es da ein, wo eigentlich das gute Fett sein sollte. Also ihr habt mehrere negative Effekte. Und wenn ihr Fett holt, Leute, holt es bei uns im Shop. Haben wir Rohkost-Olivenöl für 3 Euro mehr. Bitte, Leute, geiert nicht bei sowas rum. Ich bitte euch, ja. Rohmilchbutter kostet 2 Euro mehr. Bestellt ihr einfach mal, ja. Was kostet Dr. Kokosöl? 3 Euro mehr. Die Leute, was? 6 Euro kostet Kokosöl, Dr. Georg. Ich sag, ey Leute, ich bitte euch, was ist eure Leben wert? Guck mal, was ich meine, was eigentlich mein Hauptnahrungsmittel ist. Wieso steht das zufälligerweise hier? So viel Öl brauche ich, dass ich tatsächlich immer diese Reserven habe. Dr. Georg, Kokosöl, Leute, I preach what I pray. Das heißt, ich mache das auch wirklich jeden Tag. Ich esse jeden Tag diese Fette und mir geht es einfach verdammt gut. Vasili, du, erzähl mir noch mehr über die Fette. Ja, etwas unstrukturiert auf Rohkost umgestiegen bin, habe ich eine recht nüchterne Erfahrung machen dürfen, dass Fette einfach fehlen. Das ist essentiell wichtig. Wirklich, ob Pflanzen gut und vor allem gute Fette. Ich hole meine Fette, mein Olivenöl direkt bei Metalena und zwar am Gardasee, wenn ich immer dort bin. Wunderschön, eine gute Qualität und geizt nicht mit dem Geld. Also es muss ganz klar nachgewiesen werden, woher das kommt. Von sehr guten, gut gelaunten Menschen geerntet und auch hergestellt. Ja. Sizilien ist ein wunderbarer Ort für gutes Olivenöl. Ja, das ist ganz klar. Hey, das schmeckt. Also Leute, das schmeckt ihr. Wenn ihr es immer probiert, ihr nehmt einen Löffel in den Mund, ihr schmeckt es. Ja. Was ich euch an Leinöl empfehlen kann, ist von Hansemühle. Das ist das einzige Leinöl, was ich als äußerst hochwertig bezeichnen kann und wirklich, wo ich meine Hand dafür ins Feuer lege, das ist von sehr guter Qualität. Das ist frisch und könnt ihr auch bestellen bei Hansemühle. Ich verdiene euch mal was dran, Leute. Bestellt euch diese guten Fette und Öle und gebt euren Körper endlich wieder die Vitalität, die auch, also Öle sind auch ganz wichtig, um zu hydrieren. Er hat es wunderbar erwähnt. Um Wasser zu speichern, brauchen wir Fette. Wir brauchen zum Beispiel Laurinsäure. Jetzt zieht euch mal ein. Laurinsäure, Kokosöl von Dr. Görg enthält, lass mich nicht lügen, ich glaube 48% oder 51% Laurinsäure. Ja. Kannst du mal kurz halten? Ich fülle mal hier drauf. Was steht da? Warte. Hier. Sieht man jetzt schlecht. Ich lese es mal. 51,43% Laurinsäure. Diese Laurinsäure ist ganz wichtig, um den Körper zu hydrieren. Ja? Er hat schon gerade die wunderbaren Tierbeispiele erwähnt. Das Fett ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Tiere haben da ihre Nährstoffe gespeichert. Sie können aus dem Fett alles herstellen. Und sie haben noch ein Wärmeschutzschild. Was noch? Ja, genau.
Was wollte ich vorhin wollte ich noch sagen? Zum Arganöl. Zum Arganöl. Also, es gibt aus Marokko, da gibt es wirklich Zusammenschlüsse von Frauen. Da kann man wirklich Menschen direkt vor Ort unterstützen, wenn man hochwertiges Arganöl haben wir. Und das ist Gold, afrikanisches Gold sozusagen. Das ist ein sehr gutes. Und dann gibt es noch ein Produkt, was der David wahrscheinlich noch nicht kennt. Das ist das Öl aus russischen Zedernüssen. Oh, doch, das habe ich schon von Jana Iger bestellt. Ja, genau. Oh, Leute, Zedernüsse. Das ist natürlich ein Premium. Das ist Premium. Oh, wirklich. Das ist Premium. Gepresst wird das Öl, ohne dass Nüsse oder das Öl mit metallischen Gegenständen in Verbindung kommt. In Berührung kommt. In Berührung kommt. Es wird nur mit Holzwerkzeugen nach alter russischer Methode gepresst. Das ist ein ganz, ganz hochwertiges Öl. Und man kann auch die Presslinge, also wenn das Öl ausgepresst ist, kann man auch das Gepresste von den Nüssen auch mitkaufen und ins Essen. Ja, da gibt's die, es wird alles. Es wird, ja, den Trester, genau. Das ist alles abfallfrei sozusagen. Das wird alles verwendet. Und die russische Zeder ist natürlich eine. Das ist eine heilige Pflanze. Absolut. Muss sein, das ist eine heilige Pflanze. Das ist auch die Zedernussmilch ist das perfekte Nahrungsmittel für Säuglinge. Das habe ich beim Kleinen gemacht. Und dieses perfekt vom Fettverhältnis, von den Aminosäurenverhältnis, alles wunderbar, Leute. Nährt euren Körper mit guten Fetten. Und alles, was ihr über Haut schmiert, sollte auch in den Mund. Weißt du was? Ich zeige es euch kurz. So Leute, ich bin zurück und ich habe was mitgebracht. Das hier ist eine Creme aus Arganöl, Aloe und Shea Butter. Das sind die Vitamin E heißen und sehr, sehr gute Fettpflanzen. Und guck mal, was ich mit der Creme mache. Ich nehme das raus. Mmh. Das ist so klasse. Ist so. Diese, alles, was ihr auch ins Gesicht schmiert, Leute, sollte auch kommt in den Körper. Und deswegen sollte es auch direkt über den Mund verzehrbar sein. Genau. Sonst habt ihr irgendwas falsch gemacht oder ihr habt was falsch verstanden, Leute. Glaubt ihr, wenn ihr euch diese Cremes auf die Haut schmiert, die kommen nicht in den Körper? Würdet ihr diese Cremes essen, die ihr zu euch nehmt? Also die auf die Haut nimmt? Das ist die Frage, Leute. Also ich kann inzwischen durch die Douglas-Abteilung und Co. bei Müller so, kann ich überhaupt nicht mehr gehen. Nein. Die Parfümerie und so weiter, ich kann das nicht mehr riechen. Ich auch nicht. Ich kaufe sowieso alles nur noch in Online-Shops. Und deswegen, Leute, ihr habt jetzt gesehen, wir haben alle Öle da. Arganöl, Shea Butter. Wir haben noch ein Öl. Guck mal, das steht sogar hier draußen, tatsächlich. Denn ich esse mein Brot mit Omega-3 Norsan-Algenöl. DHA, EPA und ALA. Also ganz viele verschiedene Fettsäuren. Fett, Leute, ihr habt gesehen, das ist ein super Thema. Wir haben jetzt gelernt, die Tiere machen es mit Fett, wir machen es mit Fett. Gesund mit Fett, fit. Zum Thema Fett. Fett ist ein Wärmeisolator. Auch extra. Genau. Erzähl mal, wieso? Was ist mit Fett? Ja, die Natur, die... Fang doch mit den Pinguinen nochmal an. Was ist ja, genau, mit den Pinguinen. Wenn man zum Beispiel Pinguine betrachtet, wenn die Väter, die Pinguinmännchen, praktisch ihr frisch gelegtes Ei von der Pinguinmutter auf den Füßen halten, dann geht die Mutter auf Futtersuche und die Väter bleiben zu Hause, in Anführungszeichen, auf der Scholle, bei minus 50, minus 70 ich Grad. Ich hab's gesehen. Die stehen da so aneinander, genau. Ja, so eine Väterngemeinschaft, genau. Ja, ja, ja. Und das Einzige, was sie wärmt, ist ein bisschen Wärme aus dem Inneren, aber vor allem die Fettschicht und die Federn halten diese Wärme im Körper, damit sie nicht erfrieren. Und Fett ist ein universelles Produkt, ist eine Wärmedämmung ist, Nährstofflieferant und Wasserlieferant. Und du sagst, es ist, eigentlich das Fett, was isoliert, nicht die Luft dazwischen. Auch die Federn. Wegen der Wärmeisolierung bin ich auf das Thema deswegen gekommen, weil ich erkannt habe, dass in erster Linie der Wärmeübergang und nicht die Luft selber der Wärmeisolator ist. Das ist auch etwas, was wir von der Natur abschauen können und lernen können von der Natur, wie genial es gemacht ist. Ein Eisbärenfell hat ja einen recht geringen Anteil an Luft, in Anführungszeichen, weil alles andere ist auch angefüllt mit Härchen, mit ganz feinem Fell. Und wenn man den Wärmeübergang oder die Wärmebremse betrachtet, dann ist das der eigentliche Isolator der die Wärmeübertragung, der Wärmeübergang selbst. Wenn die Wärme von einem Stoff auf den anderen überspringt, von einer Oberfläche auf die andere, das bremst den Wärmeabfluss. Deswegen kann, so muss man mal überlegen, der Bär hat im Inneren 35 Grad Celsius und draußen, auch beim Pinguin draußen, sind minus 70. Das sind über 100 Kelvin auf einer Strecke beim Pinguin vielleicht 5-6 Zentimeter. Das schafft kein künstliches Dämmstoff. Was heißt das für uns, wenn wir uns von guten Fetten ernähren? Was heißt das für unsere Wärmedämmung? Werden wir dann fett? Nein, überhaupt nicht. Sicher? Nein. Okay, ich mache den Beweis. Halt mal kurz das Handy, ich zeig mal kurz mein Bauch. Ja, genau. Ist Mr. Raw fett geworden? Ja. Ist Mr. Raw fett?
Nein, ich glaube nicht, oder? Also ich esse den ganzen Tag nur Fett und schaut euch das an, Leute. Das Einzige, was ist, ich nehme die ganze Zeit zu. Ich nehme zu an gesundem Gewebe, denn auch Kollagen, ja, unser Bindegewebe und alles braucht gute Fette, Leute. Guckt euch eure Haut an, guckt euch eure Haare, eure Nägel, all das hat auch Fettbestandteile. Ja, besonders die Außenschichten des Körpers brauchen gute Fette. Und deswegen lasst euch keine schlechten Fette in die Ernährung einbauen und in euren Körper, sondern nehmt hochwertige Fette, die ich in dieser Sendung alle vorgestellt habe. Hast du noch was zum Thema Fett? Ja, Avocado esse ich inzwischen einfach so komplett als Ganzes. Esse ich auch. Und ja. Gut, nochmal zum Avocado. Und Öl, trinke ich, wenn ich kurz Pflanzenöl trinke, dann nehme ich keinen Esslöffel, sondern zack, von der Ganz Flasche genau. angesetzt. Und Avocado, Leute, ist eine meiner Hauptmahlzeiten. Ja, also ich muss immer Avocado da haben. Die sind jetzt von Rewe Bio. Immerhin das Beste, was man machen kann, wäre Demeter oder sonstige Sachen. Fakt ist, Avocados, Leute, verbrauchen weniger Wasser als Bananen. Weil viele haben gesagt, oh, ich esse keine Avocados mehr. Da waren so schlimme Dokus im Fernsehen. Leute, ich habe mal wieder keine Ahnung. Es wird eine Haltbarkeit proklamiert. Euer T-Shirt, eure Unterhose, euer Weizenbrötchen brauchen viel mehr Wasser als die Avocado. Die Avocado ist noch eines einwiegigen, gesunden Pflanzen, die nicht so pestizidbelastet sind. Und deswegen werden sie diffamiert und bekämpft. Sie machen satt und sie haben gute Nährstoffe, Leute. Und dann wird dagegen gehetzt. Ich esse jeden Tag aber eine Avocado, Leute. Okay, ich komme auch zur Hälfte aus Afrika, mir ist es gestattet sein. Euch ist es auch erlaubt, Leute. Lasst euch nicht verarschen von der Industrie. Lasst euch nicht verarschen. Was wolltest du noch sagen? Das war's eigentlich. Okay, alles klar. Avocado ist. Ja, das hat mir auch längerzeit schlechtes Gewissen eingeredet. Danke für deine schöne Information. Richtig. Wo haben wir noch Fett? Was haben wir hier? D3, wissen wir alle. Oh ja. D3 in Kombination mit Vitamin E, Fetten, A und K, sagt Professor Spitz, kann zur Bildung von Retinol führen, ansonsten nicht. Also Vitamin D3 plus E plus K plus A sind alles Kofaktoren, natürlich auch Magnesium. Ja? Aber nicht vergessen die Fette. Wieso ist es besser, Fett aufzunehmen mit zum Beispiel Omega-3 und D3 und diese ganzen Sachen? Wieso wird die Fettverdauung erst dann angekurbelt, wenn wir Fett zu uns nehmen? Hinterfragt euch das mal. Fett ist für den Körper ein Signal zu sagen, hey, jetzt ist da was ich wirklich direkt verwerten und einbauen kann. Und das ist der Schlüssel, Leute. Wenn ihr euch auf Fett ernährt, ihr esst viel weniger, ihr seid satt und deswegen macht die Industrie die Avocado nicht. Esst mal 2 Avocados, ihr esst einfach nichts mehr. Ein bisschen Kalanamak-Salz drüber, eins meiner Geheimtipps, Leute. Ich habe hier eine Liste meiner Geheimtipps. Da steht an zweiter Stelle Avocado mit Kalanamak-Salz. Ja, das ist die High-End-Rohkostküche. Also für jeden, der mal wirklich komplett umstellen will, Leute. Der hat hier das Sammelsurium an optimaler Ernährung und optimalen Tipps für den Alltag. Günstig, preiswert im Vergleich zu den Kosten, die ihr sonst habt für eure Short-Ernährung, weil ihr esst einfach viel, viel weniger. Frühstück gibt es schon mal bei mir gar nicht. Und dann gute Fette. Alles klar, Leute. Ich glaube, ich kriege gleich wieder einen Anruf. Ich muss hier dran. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Scans sind weiterhin möglich. Die Rohkosterie überlebt im Harmony-Haus, Leute. Wir werden öfter nach Corona sofort. Und solange gibt es natürlich weiterhin Scans in Frankfurt. Ich freue mich über euren Besuch. Schön, dass du da warst, Vasili. Und es ist ein fantastischer Ort. Mit Fett, Leute. Springt auf den Zug auch. Hast du noch ein abschließendes Wort für die Gäste zum Thema Fette und Öle? Schaut auf die Qualität, ganz, ganz wichtig, hochwertig und wenn es ein paar Euro mehr kostet, dann unterstützt ihr die Menschen wie den David, die einfach sehr, sehr gute Arbeit machen. Stimmt. Sehr schön. Also nicht sparen. Gutes Fett. Danke dir, mein Lieber. Leute, kommt vorbei in die Beratung. Wir ölen mal richtig euren Stoffwechsel. Ja, genau. Ja, wir machen mal einen Ölwechsel bei euch, Leute. Und wir machen euch richtig fit. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Vielleicht, ich mache jetzt hier noch einen Shortcut rein. Fragt euch immer, was ist Mr. Raw zum Abendessen? Und jetzt habe ich euch mal ein geniales Rohkostabendessen aufgetischt, was ich euch mal jetzt ins Detail nochmal erklären werde. Ich habe hier eine Avocado mit Kalanamak-Salz. Aber Avocado ist eine Fettfrucht. Das heißt, sie ist auch abends gut verdaubar im Vergleich zu anderen Früchten, weil sie eben nicht diese Fructose hat, die zu Fuselalkohol verstoffwechselt wird. Ja, wenn man abends Obst isst, wie zum Beispiel jetzt so ein Apfel, den ich allerdings als Vorspeise gegessen habe, also ein paar Bissen Apfel durch die Enzymreichtum sind sehr gut für die Verdauung. Die Avocado-Fettfrucht kann man auch eine oder zwei ganze essen und damit hat sich das Abendessen erledigt. Mit Kalanamak-Salz, oh, das schmeckt wie Ei, Leute. Wer es noch nicht begriffen hat, testet es mal aus, kommt in die Rohkosterie, holt euch ein Avocado-Eis-Sandwich oder bestellt euch Kalanamak-Salz. Avocado, ganz viel Vitamin E und ganz viel gute Fette und ist ideal für Schwangerschaften geeignet. Ihr kennt wahrscheinlich die Signaturenlehre. Das hier sieht aus wie ein Baby im Bauch. Avocado, also Hauptbestandteil meines Abendessens, sieht aus wie ein Baby im Bauch und ist von der Signatur her perfekt für Schwangere. Und deswegen auch wunderbar für den dicken Bauch von meiner Frau. Außerdem Sprossen. Sprossen abends nur als kleine Beilage, um ein bisschen Frische und ein bisschen Enzymreichtum reinzubringen.
Tomaten aus dem eigenen Garten, Avocado auch noch hier ein bisschen drüber, gutes Olivenöl, kannst du Olivenöl raus? Mhm. Gutes Dr. Görg Olivenöl, aber jetzt kommt's, Leute. Rohkostbrot, also man denkt, man muss am Abendessen irgendwie verzichten als Rohveganer, nein. Was heißt Rohvegan? Hier Rohmilchbutter, ja, roh, aber Butter vom Bauernhof hier um die Ecke, von echten Kühen. Und das hier ist ein Bresso da drauf. Den oder Olivenöl kann man abends wunderbar vertragen. Der Bresso, also was heißt Bresso? Wir nennen den Kräutertraum, unser fermentierter Cashew- oder Kräutertraum. Und den kann man auch selbst einfach herstellen, indem man sich bei uns so ein Glas holt. Das muss auf jeden Fall schon sein, um abends auch Fermente noch ins Essen zu bringen. Die Fermente helfen dabei, den Darm aufzubauen und dazu gleich. Also ganz wichtig, Fermentationsprodukte abends sind sehr gut verdaubar. Die Cashews sind dadurch, dass sie schleimfrei und eingeweicht sind, auch nicht schädlich für den Darm. Das Omega-3-zu-6-Verhältnis verbessert sich, ist aber noch nicht ganz optimal. Deswegen nehme ich nach dem Essen immer noch etwas Norsan, Algen-Omega-3, in den Mund, um das auszugleichen. Das kann man auch zum Essen essen, also das Norsan-Omega-3 beispielsweise einfach auf das Brot als gute Fettquelle. Aber dieses Rohkostbrot ist einfach fantastisch. Besteht aus Leinsamen, Flohsamenstahlen, etwas Zucchini und ein paar Geheimrezepten. Das könnt ihr alles in der Rohkosteria lernen. Das heißt, selbst herstellen, selbst Joghurt herstellen, selbst sowas herstellen. Und wo ist mein Nachtisch? Den habe ich jetzt gerade gar nicht hier. Ich habe noch einen Riegel mit als Nachtisch. Das könnt ihr alles lernen, selbst herzustellen bei unseren Rohkosteria-Kursen. Kommt vorbei, lasst euch beraten, Leute. Stellt euer Essen um und genießt es in Vollzügen, wie in dieser Form. Ah, hier ist der Riegel. Dankeschön. Leute, mal wieder zu Abend bei Mr. und Mrs. Raw. Mrs. Raw hat heute auf ihrem Teller einen Käse. Und jetzt fragt ihr euch, wie kann man als Veganer Käse, oder besser gesagt Rohköstler, wir essen ja mittlerweile auch Rohmilchbutter, wie kann man da Käse essen? Weil wir wollen ja die Eiweiße von den Tieren, die ja stark karzinogen sind, und eher die Fette. Im Winter ist die Zeit der Fette. Ja, das sind die Fettquellen, die ich zu mir nehme. Vor allem aber das hier. Und das besteht aus Dr. Görg Kokosöl. Und dieses Kokosöl wird aus frischen Kokosnüssen gewonnen. Anderes Kokosöl, was ihr so im Supermarkt kriegt, wird aus den Kokosraspeln genommen und damit ist es meistens schon ranzig, weil es müssen wirklich frische Kokosnüsse sein. Was dieser Teller sonst noch für geniale Neuerungen birgt, wie diese lange Buchweizen, was das für gesundheitliche Effekte hat, gleich in meiner kleinen Story zum Thema Abendessen im Winter. Es ist Zeit im Winter, sich von Rohkost zu ernähren und zu verstehen, dass die Rohkost wärmt. Wieso? Weil die Rohkost aus Fermentationsprodukten idealerweise besteht. Das heißt, wir haben hier einen fermentierten Cashewkäse. Wir haben hier Sauerkraut mit einem fermentierten Buchweizen. Köstlich, habe ich auch letztes Mal schon gezeigt. Und wir haben sowas hier, Samen und Nüsse, natürlich eingeweicht. Die wärmen, bei der Verstoffwechslung wird Wärme freigesetzt. Wir haben hier auch gute Fette drin. Hier sind Leinsamen drin in diesem Brot. Kürbiskerne mit ganz viel Vitamin E und somit auch optimal. Die einzige Frucht, die hier liegt, ist die Avocado. Und da ich ja so ein Mischwesen bin, also ihr seht ja, ich komme aus Afrika. Das heißt, ich darf auch ab und zu noch eine Frucht aus Afrika essen, weil es ist ja nicht ganz natürlich, dass ich hier lebe. Ansonsten, die Tomate ist botanisch gesehen auch eine Frucht. Und die ist aus meinem eigenen Garten. Bevor sie eingefroren ist, habe ich gesagt, nehme ich sie nochmal. Vielleicht esse ich ein Stück. Das ist das Schöne während des Essens. Der Weg kommt beim Laufen, heißt es. Das heißt, beim Essen sage ich, nee, das esse ich jetzt nicht weiter, sondern das andere. Was hier sonst noch Tolles gibt, sage ich euch gleich. Jetzt, die Salate kennt ihr ja, wie schön ich die immer aufbereite. Mit Buchweiz, mit Keimling, mit Sprossen, mit Wildkräutern. Das ist für euch wahrscheinlich nichts Neues. Und dass wir eine Pilzsuppe und auch warme Rohkost in der Rohkosterie haben, ist hoffentlich auch nichts Neues. Wir erwärmen diese Suppe, indem wir heißes Wasser nehmen und die Pilze oder den Kürbis oder was wir auch immer dann verwenden, damit mixen. Es geht einfach als jede andere Suppe und es ist viel vitaler und alle Nährstoffe sind da. Aber das Spannende ist das hier. Fermentierter Brottrunk, Kanne Brottrunk gibt es für jeden von euch für 1, 2, 3, 4 Euro, also günstig, sehr günstig im Internet entweder oder im Bioladen zu kaufen, Leute. Wenn ihr ein Fermentationsprodukt wollt, ist das das Beste, was ich euch empfehlen kann. Das ist eigentlich das einzige, eines der wenigen Supermarktprodukte, die ich überhaupt kaufe. Weil, und jetzt überlegt mal, wie lange habt ihr Brot in eurem Leben gegessen? Und wie wenig Brotbakterien habt ihr, um dieses Brot abzubauen? Und hier sind genau die Bakterien, die ihr braucht, um den ganzen Schleim, das ganze Gluten etc. abzubauen. Deswegen auch Brottrunk. Wunderbares Getränk, auch zum Fasten ideal, zum eigenen Formessen, einen kleinen Teelöffel oder ein Glas trinken. Und ihr habt wirklich einen super Effekt, nämlich die Verdauung wird angekurbelt und euer Immunsystem gestärkt. Was steht noch auf dem Tisch bei Mr. und Mrs. Raw, neben dem Mr. Raw Olivenöl natürlich? Rein natürlich, ursprünglich und roh vegan. Wusstet ihr, dass Olivenöl, was kalt gepresst genannt wird, 70 Grad
haben darf bei seiner Verarbeitung. Es darf auf 70 Grad erhitzt werden während des Pressens. Das ist nicht Rohkost. Deswegen habe ich hier Rohkost-Olivenöl. Das ist was ganz Besonderes. Und die guten Fette natürlich mit Rohmilchbutter und noch ein Fermentationsgetränk, nämlich lebendig und nicht pasteurisiert. Pasteurisiert heißt, es wird wieder ultra hoch erhitzt, um haltbar gemacht zu werden. Aber dieses Nama Tamari wird es eben nicht. Es ist bio, organisch, vegan, koscher, geeignet für Rohkost. Das ist ein hervorragender Salzersatz für meinen Salat, also steht auch bei mir auf dem Tisch. Und das ist ein Geheimrezept, was diese Brocks Pilzbrühe macht im Vergleich zu Knochenbrühe, weil es wird die Knochenbrühe immer empfohlen. Aber natürlich hat das Universum, Gott, die Schöpfung oder Allah mal wieder die Lösung für mich, um mich mit L-Glutamin zu versorgen. Was L-Glutamin ist, gleich dazu mehr. Viele Leute haben heute Leaky Gut und ich habe das Wort gefunden. Und zwar kein Medikament, sondern ein Nahrungsmittel. Diese Pilzbrühe, sag ehrlich, Schatz, wie schmeckt sie? Sehr lecker. Wirklich? Mhm. Köstlich, gell? Diese Pilzbrühe ist eine Pilzbrühe, das heißt, sie ist eine ganz leckere, suppenähnliche Brühe, die ganz viel L-Glutamin enthält. Viele von euch, die ein bisschen Ahnung von Ernährung haben, wissen, dass Knochenbrühe sehr gesund ist. Knochenbrühe ist deshalb so gesund, weil in den Knochen ein Stoff ist, der Kollagen aufbaut. Kollagen ist das, woraus euer Bindegewebe besteht, ja, was Vitamin C, Hyaluronsäure, Vitamin E und Silizium aufbauen, aber vor allem L-Glutamin. Und dieses L-Glutamin baut auch die Darmschleimhaut auf und das haben wir hier drin. Diese Brocks Pilzbrühe ist der optimale Ersatz, besser gesagt, es ist die bessere Variante von der Knochenbrühe, weil Knochenbrühe einfach nur widerlich. Also wer Knochenbrühe ist einfach, also ich bitte euch, ja. Mein Vater hat früher vor mir die Knochen immer ausgesaugt und das fand ich schon ekelhaft in meiner Fleischesserzeit, aber wirklich, das ist ja wohl barbarisch und kannibalistisch schlechthin und das würde kein Jesus und keiner, der in der Weisheitstradition irgendwas von sich behauptet, jemals tun. Also wieder mal, der Tisch ist reich gedeckt, trotz veganer Rohkost und ohne zu frieren, mit guten Fetten, Fermentationsprodukten. Also genau das Gegenteil, was zum Beispiel Anthony Williams sagt. Er sagt, ja, man soll gar keine Fette essen, ja, man soll keine Fermentationsprodukte zu sich nehmen. Aber er wohnt leider nicht hier in Deutschland und er wohnt auch nicht in der nördlichen Hemisphäre in Europa. Deswegen hat er keine Ahnung von dem, was der Mensch hier wirklich braucht. Ist ein ganz netter Kerl, aber ich habe von seinen Ernährungsweisheiten sehr verhältnismäßig wenig. Ich besinne mich da auf die Wurzeln, ich gehe da in die Geschichte, ich orientiere mich an Leuten wie Christian Opitz oder anderen. Und natürlich ketogen, ja, also Fett mit Fett, Fit mit Fett, mein Motto, und Fermente sind das Allerwichtigste in der heutigen Ernährung, weil wir es keiner von uns mehr einen gesunden Darmfilm hat. Und diese gesunde Darmflora baut ihr auf mit Brocks Pilzbrühe. Ich verdiene nichts daran, Leute, wenn ihr diese Produkte kauft. Ich mache das rein hobbymäßig und freundschaftlich euch zuliebe. Auch wenn es meine Profession ist, mache ich das Ganze für euch gratis und deswegen gebt euch meine Frau noch einen Kuss zum Abschied. Erstmal essen. Guten Apro, von mir auch und alle. Schön, dass ihr dabei wart. Letzter Tipp, bevor es wirklich für mich an den heiligen Schmaus geht. Es ist für mich wie ein, es ist meine erste Mahlzeit gegessen. Ich habe MMS zu mir genommen, darüber will ich nicht reden, weil ich meinen Kanal dann wieder abgemahnt. Wenn ihr wüsstet, was ich an Strafen zahle, wegen meinem Kanal, was ich da für gesundheitliche Sachen veröffentliche. Meine Videos wurden gelöscht. Thema MMS, Thema Terpentin. Ich will darüber auch hier nichts verlieren. Ich will auch gar nicht schlecht über YouTube oder so sagen. Fakt ist, dass... Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Es passiert mir selten, dass ich den Faden verliere eigentlich. Wegen der Pilzsoße. Pilzsoße, Brocks. Ah, genau, sehr gut. Und zwar die Pilzsoße, genauso wie das und das und das. Daraus baue ich mir ein Dressing. Das heißt, ich nehme diese Brocks Pilzbrühe, schütte sie über meinen Salat. Na ja, guck mal, wie cremig das aussieht. Guckt euch mal den Salat an, Leute. Ich glaube, das sagt schon alles. Seht ihr das? Aber Fett. Der Käse auch noch. Der Käse noch dazu, Leute. Da noch die Avocado reingemischt. Hast du mir auch was drauf gemacht, Schatz? Das ist ja eine Frechheit. Das ist ja eine Frechheit. Also Leute, ihr seht, daraus kann man ein Dressing machen. Genauso wie aus Kanne Brottrunk. Einfach etwas über den Teller und ihr werdet glücklich sein. Und die Familie schmeckt's. Ihr schmeckt's. Glaubt mir. Denkt euch, was? Es ist dunkel draußen und Mr. Raw isst noch. Eine Mahlzeit am Tag ist, kann man die auch um 18 Uhr zu sich nehmen. Weil der Körper kann tatsächlich dadurch, dass wenn er den ganzen Tag fastet und dann abends eine Mahlzeit isst, 70% der Nahrung aufnehmen. Das heißt, es bleibt nicht viel Stoffwechselabfall, nicht viel Verdauungsreste übrig und ihr seid den ganzen Tag energiegeladen. Wenn ihr wüsstet, was ich heute wieder alles erledigt habe, ihr denkt euch bestimmt, wie kann es überhaupt sein, der David, wie macht er die ganzen Sachen? Glaubt mir, wenn ihr auf dem Fasten- und Rohkostmodus seid, ich habe halt ein Weizengras Glas getrunken mit frisch entsaftetem Weizengras und dann geht's einfach ab. Dann räumt ihr euren Keller auf, ihr macht Erledigen, die schon lange auf der To-Do-Liste stehen, und seid dann gesegnet und dankbar für so ein Essen. Und ich werde es wahrscheinlich gar nicht schaffen jetzt, ja? Und ich werde ganz in Ruhe kauen. Wie oft soll man ein bisschen kauen? 50 bis 100 Mal. Und wenn man die Erleuchtung erlangen will, 150 Mal. Dann setze ich jetzt eine Stunde und genau so ist es. 23 meditierenden Fasten, eine Stunde Essen habe ich als Gottkost getauft, weil ich im Friedensevangelium und ganz anderen Weisheitstraditionen darüber gelesen habe. Schaut euch unbedingt meine Gottkostreihe an und lernt es staunen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Zero ist am Essen. Köstlich.
Und die müssen wir wieder eingefallen. Und zwar, viele glauben ja, ketogene Ernährung bedeutet, Fett zu essen. Aber was ist, wenn ich euch sage, ketogen bedeutet 80% dunkelgrüne Blätter? Ja, jetzt denkt ihr euch, was, wieso dunkelgrüne Blätter? Ja, weil eure Darmbakterien, also wenn ihr eine intakte Mikrobiom habt, also sowas zu euch nehmt, dann habt ihr ein gutes Darmmilieu und dann werden aus diesen Salaten, aus den Faser- und Ballaststoffen, werden kurzkettige Fettsäuren gebaut, wie Buttersäure oder Propionsäure. Und diese Fettsäuren versorgen eure Darmschleimhaut und die sind wiederum der Basis der ketogenen Ernährung. Ketogen bedeutet also nicht eine Fleischmast oder eine Eiweiß- und Fettmast mit schlechten Fetten, im Gegenteil. Ich nehme dieses Olivenöl, natürlich 2 Esslöffel Olivenöl sind super, oder eine Avocado, so eine halbe und eine ganze, aber ich übertreibe es jetzt auch nicht mit Fett. Wobei es auch Leute gibt, die essen nur noch, wirklich nur noch Fett und Eiweiß, da bin ich nicht der Meinung. Also grün, ja, der Gorilla ist mit uns 99,7% genetisch identisch und er ist dunkelgrün ketogen. So Leute, das hat mit Wertigkeit zu tun, ja. Ich habe mir einen riesen Salat halt eben. Jetzt hat mein Körper festgestellt, ich habe gar keinen Bock auf Salat, jetzt packe ich mir den Salat ein für morgen. Ja, ich habe das Dressing hier noch auf dem Teller gelassen. Ich habe gemerkt, ich habe keinen Bock, so viel Grün abends zu essen. Mein Körper gibt mir die Signale. Das hat mit Wertigkeit zu tun, zu sagen, nee, ich esse jetzt aus Prinzip den Teller auf, weil sonst verhungern die Kinder in Afrika. Dann kann das Essen aufheben oder, meine neueste Taktik, ich werfe es aus dem Fenster. Ja, ich werfe es einfach aus dem Fenster. Entweder hinten auf meine Terrasse oder ich werfe es hier aus dem Fenster, weil dann essen es die Tiere auf und dann ist es wieder im biologischen Kreislauf. Also esst nicht auf Teufel komm raus, auf Druck, wenn ihr ein Video für irgendjemanden macht und sagt, wie toll ihr esst. Esst es nicht einfach aus Prinzip auf, sondern wenn euer Körper euch signalisiert, ey David, du brauchst es eigentlich gar nicht zu essen. Du willst eigentlich nicht, ich will eigentlich nur noch dieses Brot essen mit meiner Rohmilchbutter und das reicht mir auch, ja? Okay, dann ist vollkommen okay. Dann hebt den Rest auf und nächstes Mal wisst ihr, ich probiere es lieber mal, bevor ich hier die großen Töne schwinge. Danke, dass ihr mir zuhört, Leute. Vielen Dank für das tolle Feedback. Ihr gefällt mir wirklich sehr. Eure Question, eure Fragen, die ihr stellt, sehr, sehr intelligent. Bleibt weiter dran und folgt mir. Wieso ist es trotzdem, ich jetzt dieses Brot esse, Kokos ist und eigentlich auch enzymreich, nicht so enzymreich wie der Salat? Der Salat ist immer gut als Vorspeise. Das heißt, wenn ich hier mein Sauerkraut esse, ja, und auch nur ein paar Bissen vor dem Essen nehme, dann wird die Verdauungsleukozytose ausbleiben. Verdauungsleukozytose wurde schon von einem Forscher namens Donders, einem Niederländer, erforscht. Und zwar ist es so, wenn wir irgendwas Gekochtes essen oder Gebackenes oder was nicht so enzymreich ist, dann muss der Körper, reagiert der Körper mit einer erhöhten Anzahl an Leukozyten. Und das nennt man Verdauungsleukozytose. Das ist für den Körper wie eine Vergiftung. Es werden bis zu 700% mehr Leukozyten gebildet, wenn wir beispielsweise ein frittierte Sachen essen. Das ist das Schlimmste, was wir essen können, frittierte Sachen. Das ist für den Körper purer Stress. Und wenn ihr das schon esst, esst zumindest ein paar grüne Blätter vorher, weil dann wird der Körper mit Enzymen ausgestattet und die Verdauungsleukozytose ist deutlich verringert. Das ist als kleiner Tipp nebendran und hoffe, euch bald wiederzusehen. So Leute, das Essen ist gegessen. Die Teller sind fast leer. Ja, meiner nicht. Schaut euch das mal an. Mr. Roll lässt was auf seinen Teller übrig. Wieso? Die Frechheit, was auf seinen Teller übrig zu lassen. Es geht beim Essen nicht darum, zu essen. Es geht darum, nährende Gespräche zu führen. Es geht darum, zu sitzen, runterzukommen. Sich zu küssen und sowas. Ja, es geht nicht nur darum, aufzuessen. Ja, also lasst es euren Kindern zu sagen, ess deinen Teller auf, ess deinen Teller auf. Diese erotischen Störungen, die dadurch entstehen, sind gravierender als das Essen, was da übrig bleibt, Leute. Wenn es in eine Tüte kommt, dann ist das Essen dazu prädestiniert, wieder ein Nährstoff zu sein. Cradle-to-Cradle-Prinzip von Michael Braungart mal anschauen. Unglaublich gute Vorträge, Michael Braungart. Dann versteht ihr das. Fakt ist, wir nähren uns nicht durch Essen, sondern wir nähren uns durch ganz andere Sachen. Und deswegen nutzt das Essen als heiliges Ritual mit eurer Familie oder euren Liebsten, wo ihr ganz in Ruhe sitzt und einfach mal entspannt. Dann werdet ihr merken, ihr braucht weniger. Und Christian Opitz sagt, wenn ihr beim Essen jemand in die Augen schaut, gibt es keine Essstörung. Er hat einen Versuch mit Leuten gemacht, das erzähle ich euch gleich. Christian Opitz, einer der intelligentesten Menschen in Europa mit einem IQ von 160. Und er hat Versuche mit Menschen gemacht, hat festgestellt, dass wenn Menschen trotz ihres Essverhaltens das genau gleich geblieben ist. Also die haben Pizza mit Pommes und jede Menge Schrott gegessen, haben aber nur eine Auflage gehabt, nämlich während des Essens jemand anderen in die Augen zu schauen. Hat festgestellt, nach 3 Monaten war die Essstörung bei den Leuten weg. Nach 3 Monaten. Weil es geht darum, wenn wir in Gesellschaft essen, ist es für unseren Körper ein ganz urzeitliches Gefühl, ja. Früher gab es ja die Sippen, die Stämme und die Familienkulturen. Und da hat man zusammen gegessen und das war die Nahrung für die Menschen. Dieses gemeinsame Sitzen, dieses in Ruhe reden, das nährt viel, viel mehr, anstatt ausnahmslos das Essen. Also nehmt euch beim Essen Zeit, esst entspannt,
je langsamer isst, desto weniger braucht man natürlich auch. Und je öfter man kaut, desto weniger braucht man. Und je weniger ihr isst, desto länger lebt ihr und desto glücklicher seid ihr. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei seid bei dieser etwas längeren Sendung. Ich freue mich, auch bald wiederzusehen. Kommt in den Scan, kommt in die Beratung, kommt in die Rucosteria oder zu einem unserer Kurse, wo ihr solche Brote lernt. Bis dahin alles, euer Mr. Raw. Das Video, ich weiß, alle sind schon wieder abgefuckt von mir, dass ich wieder mal einen noch raufsetze. Meine Frau auch, meine Leute, mit denen ich essen wollte. Ich wollte ja in Ruhe essen. Jetzt mache ich die ganze Zeit Videos. Aber es ist noch eine Sache, die muss ich einfach. Und zwar das hier. Das ist ein fermentierter Cashewquark, gibt es uns im Laden. Er ist unglaublich gut. Und ich bin jetzt einfach nur auf Cashewquark und Brot hängen geblieben. Mein Körper hat gesagt, das reicht. Und damit wollte ich euch nochmal den Tipp geben. Esst nicht so viel auf einmal. Probiert von allem ein bisschen, das machen die Kinder auch so, und dann nennt es Baby-Led Weaning, das ist ein spezielles Prinzip, nachdem man den Kindern alles so auftischt, wie wir es auch gemacht haben, und ich bin in diesem Fall so ein Kind gewesen, hat er gesagt, nee, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, sondern ich bin bei dem Cashew-Quark hängen geblieben mit dem Brot, und Leute, das war die genau die richtige Entscheidung. Im Winter sollte man auch gar nicht so viel frische Rohkost essen, sondern eher so trockene Sachen, ja, wir haben auch draußen jetzt nicht mehr so viel Wildkräuter und alles, sondern eher das, was man gesammelt hat, Eicheln oder Haselnüsse oder irgendwas gab es hier in dem Gefilden. Und dann sowas natürlich, ist fantastisch. In dem Sinne, Leute, von mir und ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rucosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.